herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es mal wieder so richtig technisch und so richtig spannend, weil wir sind in Bayern unterwegs, im Salzweg. Eigentlich ist es ein Ort, der Salzweg heißt. Wir sind bei der Firma Drexler Automotive, weil die bauen nämlich für die Limo die neuen Sperren. Michael ist auch mit am Start. Hallo. Schön, dass du mit dabei bist. Man kennt dich ja aus dem letzten Video vom Getriebe. Ja. Ist mir eine Ehre, dass du nach 10 Jahren hier mit herkommst und wir das Ganze mal zusammen einmal angehen. Selbstverständlich. Hast du schon mal in dem 01E-Getriebe ein anderes Mittel verbaut oder bisher immer nur Serie? Wir haben von einer anderen Firma schon mal welche eingebaut gehabt, haben aber zurückgebaut, weil das Auto halt einfach zu steif zum Fahren war. Auf dem losen Untergrund, klar, kann man das fahren. Ja. Aber so auf dem Asphalt ist sowas eigentlich fast nicht fahrbar. Oh ja, das ist ja der perfekte Einstieg heute. wir gucken uns das mal an. Das ist, glaube ich, in dem Fall hier auch, war das auch ein Lamellendifferenzial in dem Fall oder war es ein Torsendifferenzial? Das war ein Torsen. Ich glaube, wir uns erwartet heute nämlich ein Lamellendifferenzial. Und vielleicht ist das hier ein bisschen Fahrer. Ja. Den Vorteil, den ich mir da so ein bisschen von erhoffe bei dem Lamellendifferenzial, dass es vielleicht so ist, falls ich mal die Kardanwelle ausbaue, eine Welle abreiße oder irgendwas, dass das Auto vielleicht immer noch ein bisschen Vortrieb hat. Ja, also so. Das könnte, je nachdem wie der Reibwert wie es vorgespannt ist. Und da kann man, da macht Drexler bestimmt auch was Gutes, da kann man das so unterschiedlich vorspannen. Ja, ja. Und da kann man das auch ein bisschen fahrbarer machen. Also wie gesagt, so ein Mitteldifferenzial, das muss wirklich auch auf den Fahrer selber abgestimmt sein. Mhm. Zum Beispiel Rundstrecke. Mhm. Ja, also da kann ich kein vorgespanntes Mitteldifferenzial brauchen, weil vielleicht mit dem Ansteller und so weiter ist das immer ein bisschen schwierig. Vorgespannt heißt, dass einfach das Lamellenpaket schon zusammengedrückt ist und dass halt ein Sperrwert schon im Ruhezustand einfach hat. Genau. Es wird halt immer schwieriger dann beim Eilenken, weil gerade beim Audi, da lenke ich und passiert nichts, da muss ich quasi mit dem Gas lenken, wenn ich so ein vorgespanntes Ding habe. Ja, mit Gas lenken ist mit den Turboladern schwer auf jeden Fall. Genau. Okay, ja, das heißt, wir gehen einfach mal rein, gucken uns das Ganze an. Gucken uns die Fertigung an. Die bauen nämlich nicht nur Sperrdifferenziale hier, sondern auch Triebsätze, Getriebe bzw. ganze, wie sagt man dazu, ganze Antriebe, sogar für Elektroautos, habe ich auch schon gesehen. Einheit und so weiter. Und so haufenweise Zeug. Warst du schon mal hier? Nein. Aber ich habe neulich für den Abarth schon mal so eine Drexler-Sperre in der Hand gehabt. Das ist qualitativ schon wirklich top. Absolut top. Schon die Endstufe, ne? Sahne. So, und ich hoffe, wir kriegen nämlich auch, weil ich ja so ein Leichtbaufetischist bin, es gibt wohl auch eine Version, leichtere Sperren zu bauen. Die dann extra nochmal so ein bisschen ausfräsen und so weiter. Also, okay, so mit Stege und so, Material halt entnehmen, wo es quasi noch geht, bevor es halt abschert. So, okay, bevor wir reingehen, weise ich noch einmal kurz auf unser Gewinnspiel darauf hin. Bis Weihnachten gibt es in jedem Video was zu gewinnen. Der Kommentar mit den meisten Likes nach einer Woche pinne ich oben an. Derjenige kann sich bei uns melden und kriegt einen Preis. So, jetzt überlege ich gerade. War richtig, oder? Ja, war richtig. Überlege ich gerade, was wir uns für heute überlegt haben. Wir machen heute mal einfach Folgendes. Derjenige, der die meisten Kommentare hat, überlegt euch irgendwas Cooles zum Thema Differentialgetriebe, wie auch immer, kriegt bei uns im Online-Shop, egal auf welchem Shop, Alos, Pflegemittel, Fashion, Tuning-Teile, einen 200-Euro-Gutschein. Ihr könnt euch einfach irgendwas für euer Auto aussuchen und könnt wie wild tunen, damit nächstes Jahr jegliche Events bis zum Anschlag explodieren. Nicht nur also Klamotten ja auch. Genau, also nicht nur fürs Auto. Kannst Auto, Pflegemittel, Klamotten, alles was das Herz begehrt. Ich würde mir persönlich wünschen, dass ihr euch eine Auspuffklappe kauft und euer Auto so ein bisschen lauter macht oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber jetzt gehen wir mal rein. Thank you.
So, also ich bin ein bisschen überwältigt, wie groß das Ganze hier ist. An der Stelle vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen als Geschäftsführer, gerne, uns hier kurz ein bisschen zu beizustehen und einfach ein bisschen was über Drexler zu erzählen. Mhm. Ich persönlich bin hierher gekommen und dachte wirklich, das Ganze wäre kleiner, sage ich jetzt mal, und war gerade echt überwältigt, wie groß diese Fertigung und so weiter hier dann doch ist und wie viele Sperren ihr baut, wie weit das Ganze geht und so weiter. Das ist schon impulsant. So. Ja, klein war es ja auch mal. Aber gewachsen. Aber gewachsen, ja. Wir hätten natürlich liebend gerne Schritt für Schritt die Fertigung gezeigt. Geht aktuell leider nicht. Mhm. Machen wir in einem zweiten Step nochmal, wenn hier alles wieder Corona-bedingt ganz normal läuft. Aber trotzdem, wir haben jede Menge gesehen. Wirklich gut ab. War ein langer Weg. Ja, gefällt uns allen. Auch nicht einfach. Ja, kurz zur Geschichte von Drexler. Ja. Wie hat das Ganze mal angefangen? Wie lange gibt es euch schon? Ja, der Herbert Drexler selber hat ja schon viele, viele Jahre als Rennsportler mit dem Thema Differential selber zu tun gehabt. Mhm. Hat an seinem eigenen Auto, an seinem eigenen Differential geschraubt. Und im Jahr 2000, nachdem er selber seine Rennkarriere beendet hat, hat er sich entschieden, im Prinzip die Firma zu gründen, mhm, und das zu kapitalisieren, was er mit seinem Differential gelernt hat. Das war der Anfang im Jahr 2000. Zu zweit, zu dritt und ausschließlich für Privatkunden, für Rennfahrzeuge, für Motorsportteams. Heute sind wir im Jahr 2020, sind knapp 100 Mitarbeiter, sind von 3 auf 100 Leute, von einigen 10.000 Euro Umsatz auf fast 20 Millionen Euro gewachsen. Und Riesenmaschinenfuhrpark. Riesenmaschinenfuhrpark, was wir auch so wollen. Also alles, was so ein Differential beinhaltet, können wir eigentlich selber produzieren. Es gibt ein, zwei Ausnahmen, wie zum Beispiel, wir schmieden nicht selber, da kaufen wir einige Teile zu, wir beschichten auch nicht selber, wenn es jetzt um die Kupplungslamellen geht. Aber alles andere können wir ziemlich im Hause selber abdecken. Und von diesen Privatanwendungen, Motorsportanwendungen, was heute noch so circa 15% am Geschäft ausmacht, okay, ist der Rest alles komplett in Richtung Automobil direkt zu liefern, hat sich das entwickelt. Mit all den strengen und schwierigen Bedingungen für Qualitätskontrolle, Nachhaltigkeit, Prozesssicherheit, das Ganze. Kann man da ein bisschen was verraten, in welchen Autos so Sperren von euch optional drinstecken? Ja, das ist auch gar kein so großes Geheimnis. Unser größter aktiver Kunde ist aus der Mercedes-Benz-Welt, der AMG. Mhm. Das ist fast 100% Ausstattung über fast alle Fahrzeugplattformen. Mhm. Wir haben ein sehr gutes Geschäft mit Opel OPC. Mhm. Da war der Astra und auch der Corsa dabei. Alpina BMW ist auch eine richtig interessante Kundschaft für uns. Und es gibt ein neues Projekt, was wir jetzt fertig sind mit der Entwicklung. Das wird nächstes Jahr in Serie gehen und wird ein Sportwagen hybridgetrieben aus der UK sein. Ja, wir durften es in der Fertigung gerade schon erahnen. Ja. Sieht gut aus. Ja, macht auch Spaß. Ich persönlich hätte jetzt ehrlich gesagt so gedacht, dass es viel länger als 20 Jahre schon ist. Ich war gerade kurz erstaunt, dass die Firmengründung erst 20 Jahre her ist, weil wenn man hier so durchläuft, denkt man eher, dass das locker 30, 40, 50 Jahre schon sein müssen. 20 Jahre, genau. 20 dann seid ihr aber wirklich stark gewachsen in den 20 Jahren. Ja, wir haben auch alles richtig gemacht. Ja, wir haben uns finanziell nie übernommen mit irgendwelchen Investitionen. Wenn ein Projekt da war und das Projekt auch gesund war finanziell, dann wurde investiert. Mhm. Ja, und das hat auch die Familie und damit auch der Herbert Drexler natürlich selber auch immer richtig gemacht. Nie das Geld aus der Firma rausgezogen, sondern immer auch da gehalten, wenn in den Maschinenpark investiert, in Messsysteme, in Werkzeuge, Aufnahmen. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Teil des Erfolgs, dass man das Geld nicht abgezogen hat, sondern genau dahin gesteckt hat, wo man es für die Zukunft auch braucht. Das heißt, bis auf das Schmieden und ein paar kleine Schritte wird aber fast alles hier wirklich komplett selber gemacht. Das heißt, so jegliche Teile von dem Differential ist wirklich vom Rohteil bis zum fertigen Teil. Eins möchte ich hinzufügen. Wir härten auch nicht selber, also Wärmebehandlung, das ist eben auch eine große Investition, unheimlich umweltbelastet, da muss man so viel Auflagen. Sachen berücksichtigen, Auflagen. Da haben wir Partner, mit denen wir auch schon seit 20 Jahren zusammenarbeiten, teilweise sind wir auch zusammen gewachsen. Das gleiche betrifft auch von Schmiedeteilen für etwas größere Serien, setzen wir auf ein, zwei Unternehmen in Österreich, also ist alles nicht weit weg. Mit den Stückzahlen, die wir bedienen, ist für uns beide groß, ja, auch für mich. Und für manch großen Automobilzulieferer immer noch klein. Ja, glaube ich. Und dementsprechend sind wir mal so ein bisschen in der Bedulle, welche Firmen mögen uns auch für die Stückzahlen beliefern. Ja. Stückzahlen, wie viel Sperren baut ihr pro Jahr? Damit wir ich glaube, da können die Zuschauer mehr mit anfangen. Kapazitäten haben wir momentan abgebildet zwischen 45.000 und 50.000 Differenziale, die wir im Jahr rausbringen können, montagemäßig. Gibt es da ansatzweise noch
ich sag jetzt mal, eine Konkurrenz, einen ähnlichen Sperrenhersteller, der auch diese Kapazität hat, für richtige Sperrdifferenziale und jetzt nicht für ein standardoffenes Differential, was in jedem Serienauto drin ist? Ja, sicher, Konkurrenz gibt es immer. Es gibt auch einige Alleinstellungsmerkmale für uns, sowohl in der Motorsportwelt als auch in der Automobilwelt. Und eines dieser Alleinstellungsmerkmale ist eben, dass wir mit gegebenen vorhandenen Bauräumen relativ gut zurechtkommen und da immer noch ein Differential reinzaubern. Was viele andere nicht können, mag ich gar nicht sagen, aber halt sich aus dieser Nische fernhalten. Das heißt, dass das eigentliche Engineering dahinter ist extrem. Das Engineering, das Wissen der Technologie, wie funktioniert das Differential, wie kann ich an die Grenzen gehen, auch von Materialien. Wenn der Bauraum klein ist, wie zum Beispiel bei einem Opel OPC, Frontgetriebe, und die Leistung der Motoren hoch, dann kommt man mit den normalen Materialien schon nicht mehr aus. Ja. Und da haben wir auch richtig was Schönes entwickelt mit einer Materialfirma zusammen, dass wir diese kleinen Bauräume mit so hohen Leistungsmotoren abbilden können. Da muss ich sagen, bei mir war das Thema Sperrdifferenziale noch gar nicht so aktiv bisher, weil ich relativ wenig immer auf der Rennstrecke unterwegs war und eigentlich immer mehr so der Geradeausfahrer, und da bist du froh, wenn du ein gesperrtes Differential dann hast, fertig. So, so, seitdem ich jetzt aber seit ein paar Monaten ein bisschen aktiver auf der Rennstrecke bin, egal wo man hinkommt, egal mit wem man spricht, kann man wirklich so sagen, Drexler ist immer Nummer eins. So, also da vertrauen definitiv alle Teams, alle, die sagen, schnell, gib die paar Euros mehr aus, kauf lieber gleich Drexler, weil es qualitativ einfach was anderes sein soll. Und man sieht es auch auf der Uhr. Ja. Es ist ja nicht nur schön, auch schön für uns, dass wir damit Geld verdienen, dass wir das Geld in der Firma haben, dass wir Mitarbeiter bezahlen können, sondern dass man es eben auch als Motorsportler merkt, auch auf der Uhr sieht und am Fahrverhalten. Ja. Und das geht hin bis zu vielen, vielen kleinen anderen Dingen innerhalb des Differentials für Setup, für die Einstellung, mit Vorspannung, mit ohne Vorspannung in diesem Fall, und auch wie viel Vorspannung man nimmt. Langstreckerennen, ist die Strecke nass, ist sie trocken, da kann man ganz, ganz viel positiv gemeint spielen. Und die Erfahrung, die wir gesammelt haben, Profi-Rennfahrer und auch die Profi-Testfahrer bei den Automobilherstellern, die merken richtig was. Ja. Auch wenn man ihnen nicht sagt, was geändert worden ist, das macht sich positiv bemerkbar oder negativ bemerkbar. Das heißt, die merken wirklich, angenommen, man verbaut eine andere Lamellensperre und eure Lamellensperre, merkt man da wirklich einen Unterschied? Erstens das, und auch wenn wir unsere Lamellensperre verändern mit dem Rampenwinkel, bis auf wenige Grad Rampenwinkel, merken solche Fahrer, die den ganzen Tag fast nichts anderes tun, positiv gemeint, die merken wirklich 3, 4, 5 Winkelgrad im Sperrwert am Fahrzeugverhalten. Krass. Ja, ich denke mal, das liegt daran, dass ich relativ wenig Heckantrieb bisher gefahren bin, weil ich glaube, irgendwie so Sperrenthema Nummer 1 ist ja Heckantrieb irgendwie. Ja. So, und ich kann es mir aber vorstellen. Also ich glaube auch, dass jemand, der da ein Gefühl für hat, dass der das definitiv spürt. Ihr macht ja aber nicht nur Differenziale mittlerweile, sondern das Portfolio ist ja eigentlich viel, viel weiter. Aus der Historie bedingt hatten wir natürlich auch uns mit dem Getriebethema beschäftigt. Die Stückzahlen sind da eher homöopathisch. Ich würde mal sagen, so um die 50, 60 Renngetriebe. Sequentielle 6-Gang-Renngetriebe sind irgendwo im Markt unterwegs, maßgeblich für Langstreckenfahrzeuge. In der Vergangenheit hatten wir auch die Formel-3-Serie mal ausgerüstet mit Getrieben. Da allerdings hatten sich die Regularien jetzt so geändert, dass wir dieses Geschäft nicht mehr betreiben. Aber das Thema Getriebe ist nach wie vor interessant für uns. Jetzt im Prinzip auch für Elektromobilität haben wir ein 2-Gang-Getriebe bei uns im Portfolio für Elektrofahrzeuge mit dem Positiveffekt, dass wir nicht von Doppelkupplungstechnologie reden, was sehr, sehr aufwendig ist, sehr, sehr schwer, sehr groß, viele, viele Teile, sondern aus der Motorsportwelt kommend ist es ein Klauenschaltgetriebe, was so weit optimiert und auch patentiert worden ist, dass wir nahezu zugkraftsunterbrechungsfrei schalten können und geräuschlos. Und das ist natürlich für Straßenanwendung und gerade Elektroauto, was rundherum leise ist, natürlich maßgeblich. Das heißt, da koppele ich dann nur noch meinen Elektromotor an und los geht's. Das ist quasi eine ganze Einheit. Mit allen Möglichkeiten, frontgetrieben, heckgetrieben, allradgetrieben, vorne ein Motor, hinten ein Motor, vorne 2 Motoren, hinten 2 Motoren. Also man kann wirklich alles abdecken. Mit dem, wie gesagt, Vorteil, kleiner Bauraum, wenig Gewicht, wenig Teile. Ja, wie ihr merkt, sind das hier tausende Themen, die man jetzt alle bis aufs Kleinste sich angucken könnte. Würde ich liebend gerne auch machen, werden wir auch bestimmt tun, weil so das eine oder andere Projekt fällt mir auf jeden Fall noch ein, wo man sowas mal immer wieder gerne bei uns ins Detail gehen könnte. Letzter Punkt ist nur noch Thema Motorsport. Es ist ja auch so, dass man bei euch richtig Differenziale, ich sag jetzt mal, anfertigen lassen kann, einbauen lassen kann. Das wissen, glaube ich, auch nicht viele, dass man komplett sein Differential hinschicken kann.
und das jetzt so wie in unserem Fall wirklich komplett komplettiert wird. Richtig. Das ist sowohl für Frontgetriebene, wo wir teilweise hier ganze Getriebe auch zu liegen haben. Da kommt ein Mini-Kunde, schickt sein ganzes Getriebe her. Wir haben das Differential im Portfolio. Wir fertigen das Differential dann teilweise auch, wenn wir nicht ganz so viel auf Lager haben. Wenn das Getriebe hier ist, bauen wir es ein. Vorderachse und das gleiche auch für die Hinterachse. Mhm. Gibt es da Ausnahmen, manche Getriebe, die ihr nicht macht, oder wirklich kann man sagen, eigentlich alle Getriebe? Wir scheuen uns vor nichts. Okay, cool. Weil sowas ist ja in der heutigen Zeit auch selten, weil ganz viele spezialisieren sich dann drauf und machen nur BMW-Getriebe, nur Audi-Getriebe. Also ich mache das gar nicht so groß umschreiben und auch gar nicht limitieren. Ja? Ja. Also wenn ich sage, wir scheuen uns für nichts, wenn irgendwo was da ist, was wir auch nicht kennen, lass uns das angucken. Letzter Punkt, den ich extrem interessant fand, ist, dass euer Lager hier ist jetzt ja nicht so, dass dieses Audi-Differential bei euch fertig im Lager liegt, sondern immer nur die Gehäuse fertig im Lager liegen und auf Kundenwunsch dann zusammengebaut werden, weil man sich kundenspezifisch wirklich verschiedene Setups von der Sperre überlegen kann. Also wir haben im Lager ca. 300-350 unterschiedliche Differentialanbindungen. Mhm. Mal haben wir 3 Stück zu liegen, mal haben wir 5 Stück zu liegen. Wie gesagt, für Vorderachse, Hinterachse sind es in Summe ca. 350 Stück. Wir haben auch noch mehr Einzelteile liegen, die jetzt vielleicht nicht so gesehen worden sind. Die Achskehlräder und die Ritze zum Beispiel. Aber gerade die Druckringe, wo man dann mit dem Rampenwinkel spielt, haben wir 1-2 Varianten, wo wir wissen, das funktioniert eigentlich sehr, sehr häufig. Wir nennen das dann auch Highrunner. Mhm. Oder wenn jemand kommt und sagt, ich will 5,7 irgendwas oder 20,7 Grad, dann fertigen wir das auf speziellen Kundenwunsch. Mhm. Okay, cool. Ja, dann an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die ausführlichen Worte. Bitte gerne. Und jetzt werden wir uns mal mit unserer Thematik beschäftigen. Viel Spaß, viel Erfolg. Vielen Dank. Ciao. So, jetzt geht's richtig mit Technik los. Du müsstest dich bitte einmal ganz kurz vorstellen. Okay. Also hallo, ich bin der Alex Clement aus Thünau und bin seit 12 Jahren beim Drexler Motorsport tätig und mache nichts anderes wie Differenziale und Getriebe. Da kam jetzt gerade auch schon der alte Name durch, Drexler Motorsport, wie es früher hieß. Ja. Mittlerweile ja Drexler Automotive. Das heißt, du baust hier kundenspezifisch die Differenziale zusammen. Genau. Ich kenne sie alle auswendig und... Allererste Frage, was ich bei sowas fragen muss, was für ein Auto fährst du? Du musst doch eigentlich auch irgendwie, irgendwo muss dieser der Sperrwahnsinn dann doch auch durchdringen, dass auch irgendwas mit Sperre zu Hause steht. Golf 2, 16V Turbo. Ah, cool. Auch mit Drexler Allrad. Front. Mit Frontiff vom Drexler natürlich. Sehr gut. Aber witzig, ich hätte jetzt ganz was anderes gedacht. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, eher irgendwie so in Richtung so BMW, Heckantrieb, irgendwie so in die Richtung. 16V Turbo, cool. Haben wir gebaut vor ein paar Jahren, ja. Okay, so, was machen wir heute? Es geht ja, wir haben Michael dabei, weil es geht bei dem 01E-Getriebe einmal um das vordere Querdifferential und das Mitteldifferential. Genau. Mitteldifferential, muss ich dazu sagen, bin ich bisher immer Serie gefahren. Das heißt, das ist absolutes Neuland für uns, als auch Michael da hinten. Ja. Okay. Normalerweise war in dem Fahrzeug ein Torsen-Mitteldifferential drin. Das heißt, wir ändern jetzt die komplette Funktionsweise auch auf ein Lamellendifferential. Genau. Mit einstellbaren, je nachdem, wie es jetzt dann funktioniert. Man kann ja das jetzt dann sanfter oder eben aggressiver einstellen. Das ist jetzt der Versuch. Ihr habt das jetzt nicht speziell nur für mein Auto gebaut, sondern das gab es schon mal Kundenanfragen zu. Genau. Wo wird so eine Sperre normalerweise genutzt? Genauso für mein, sei es Rallye, sei es Viertelmeile, sei es also mit Audi. Ah, auch oder Viertelmeile. Es gibt da auch, Okay, cool. Was mich bei dem alten Torsendiff immer, jetzt nicht gestört hat, aber was halt immer ein Negativpunkt war, war als Beispiel, wenn irgendwo eine Antriebswelle abreißt, ist gleich Vortrieb gleich Null, also noch nicht mal mehr möglich auf den Hänger zu fahren und so weiter. Mhm. Wie ist das bei so einer Lamellensperre? Kann ich da theoretisch Kardanwelle rausnehmen und es fährt immerhin noch? Ja. Ist das stark genug vorgespannt, dass es in dem Moment das hinbekommt? 60 Newtonmeter ist ungefähr das vorgespannt. Mhm. Würde theoretisch funktionieren. 60 Newtonmeter vorgespannt, heißt das dann auch zeitgleich? Zwischen Aus und Aus, zwischen Ein- und Ausgang sind 60 Newtonmeter vorgespannt. Mhm. Also wenn jetzt der Kardanwelle wegfährt, kann ich mit 60 Newtonmeter noch auf den Hänger fahren. Wird knapp. Wird knapp. Mhm. Weil ich kenne es bei einem Querdifferential, wenn da eine Antriebswelle abreißt, dann ist es schon noch so, dass man so ein bisschen rumrollen, das geht auf jeden Fall noch. Wenn du eine Sperre drin hast, ja. Wenn Ausgleich drin ist, dreht das ein bisschen durch. Ja. Also schon richtig mit Lamellen. Das ist aber auch vorne vorgespannt mit 16 Minuten. Also ich denke, nach dem Abriss
Hast du immer noch die Vorderachse überdreht? Genau, da kannst du noch bis zum Hänger fahren, sage ich mal, aber ja, die Rampe im Hänger das wird wahrscheinlich nicht mal gehen. Genau, das wird sein. Mhm. Mhm. Aber du kannst dich noch von A nach B bewegen. Du wirst auf der Geraden wahrscheinlich fahren können, genau, sobald Last kommt, ist wahrscheinlich. So, wir müssen jetzt erstmal Basics kurz überhaupt so eine Sperre machen. Im Internet hört man ja immer 35% Sperre, 45% Sperre, mhm, und so weiter. Was bedeutet diese Prozent eigentlich? Genau. Das ist bei uns zwar nicht direkt, man kann es bei uns umrechnen in Prozent. Mhm. Bei uns wird es nicht in Prozent. Zwar schon angegeben, weil es umgerechnet wird, aber bei uns sind das Rampenwinkel. Mhm. Ich habe es vorher deinem Kollegen schon erklärt. Es gibt ja bei uns Rampenwinkel. Es gibt zwei Winkel. Einer ist Gaswinkel und Bremswinkel. Mhm. Und so wird das bei uns umgerechnet. Sprich, 90 Grad bedeutet zum Beispiel 0% Sperrwirkung. Mhm. 90 Grad ist 0. Passiert nichts. Ja, Umso flacher der Winkel wird, umso mehr Sperrwirkung hast du. Also wenn du da, wir reden jetzt von deinem Diff, von 35 Grad auf dem Gas und 54 auf der Bremse. Auf der Bremse sogar mehr, okay. Mhm. Genau. Also eigentlich weniger. Weniger, weil ja falsch gedacht, genau. 35 Grad ist ziemlich aggressiv, sagen wir, da reden wir von 60-70%, sage ich, ungefähr jetzt einmal. Bei uns ist das nur ein Winkel, man kann bei uns in jedem Winkel haben. Mhm. Wir reden von, du kannst auch 15 Grad haben. Mhm. Wenn das zu sanft ist, kann man das mit 15 Grad machen, oder es ist natürlich schon zu aggressiv, dann machen wir den wieder steiler. Nochmal kurz die Funktionsweise, ist halt einfach die, durch diese Rampen drückt es sich auseinander, genau, und spannt einfach die Kupplung weiter vor. Genau, das sieht man dann, wenn wir dann das Ganze zusammenbauen. Das ist dann der Druckkörper oder Druckring, wird so eingebaut dann. Mhm. So. Durch die Ein- und Ausgangsdrehzahl verdreht sich ja das und der Winkel läuft auf. Mhm. So. Durch das die Winkel sich auseinanderdrücken, werden die Lamellen gesperrt, die später so eingebaut sind. Ich finde ja alleine so Lamellendiff sieht halt einfach schon cool aus mit diesem Paket da drin. Alleine deswegen muss das ein Lamellendiff sein. Wenn sie gelocht sind, ist es noch schöner. Ja. So, das ist wie die gelochten Bremsscheiben, ne? Sieht alleine immer gut aus. Ja. Wenn das jetzt der Druckring auseinander geht, drückt er das. Da ist er natürlich auf Block, Gehäuseende. Ja, ja, ja. Und innen kommt dieses Teil und hier ist dann dein Ausgang oder Eingang, je nachdem. Kardanwelle. Durch das, dass die Lamellen dann gepresst werden, das ist ja steif im Gehäuse. Ja, wird es vorgespannt. Genau. Und das wird dann, und so wird das gesperrt, gebremst, gesperrt. Ja. Aber das, ich würde jetzt ja mal tippen, das kann ja dann eigentlich noch nicht mal, wenn man das in Millimeter ausdrücken würde, sich einen Millimeter zusammendrücken, oder? Oder wie stark geht das auf der Rampe da auf? Also wir stellen das meistens mit einem Zehntel. Also ein Zehntel, ne? Ein Zehntel ist ungefähr das, wo man jede Sperre mit einem Zehntel Luft einbauen. Würde natürlich auch mehr weh machen, aber ist ja klar, das ist ja immer unnötig, was er braucht. Also. Könnten wir theoretisch hierbei also Eingang und Ausgang, also vorne und hinten unterschiedlich machen? Oder macht das keinen Sinn? Was heißt unterschiedlich? Von Rampen. Also wir haben ja theoretisch dann wir haben ja einmal eigentlich nach vorne und einmal nach hinten, oder nicht? Na, vorne ist ja der Eingang, du sperrst den Eingang mit dem Ausgang. Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Also ist nicht so, dass von hier nach vorne, von da nach hinten geht, sondern es ist von außen drum und in der Mitte durch quasi und dann wird es aufgeteilt. Genau. Hier kommt Eingang vom Frontgetriebe, dann je nachdem, wie stark man es eben sperrt, sperrt es natürlich zur Karamelle, über die Karamelle zur Hinterachse. Also, es ist immer vorne und hinten zusammen. Genau. Du sagtest, dass das Ganze sanft einsetzt. Spüre ich das wirklich so beim Fahren als Beispiel? Ich gebe Gas vorne, dreht ein bisschen durch und man merkt, wie das zugeht? Das kommt jetzt immer auf den Winkel, genau. Okay. Jetzt sind wir schon ziemlich aggressiv, sage ich mal, mit der 35 Grad. Mhm. Der wird schnell zumachen, also das wirst du wahrscheinlich schon wirst nicht merken. Mhm. Also man wird merken natürlich, dass der Antrieb nach hinten geht, aber du wirst nicht merken, dass jetzt irgendwo bei 4000 Drehungen merkst, dass jetzt die Achse mehr antreibt hinten als vorne. Und bei so Mitteldifferenzial, weil viele denken dann immer, dass man theoretisch auch mehr Kraft nach hinten geben kann. Das geht aber nicht. Mhm. Also das Maximum, was ich machen kann, ist es, dass es einfach zu ist. Genau. 50. Und sich dann halt dementsprechend einfach über die Radlast von vorne nach hinten auch dementsprechend die Kraftverteilung ist. Genau. Okay. Man kann nicht vorne weniger wie hinten, das geht nicht. Gibt es solche Differenziale oder ist das theoretisch einfach gar nicht möglich, dass ich als Beispiel 80% hinten, 20% vorne fahre oder so? Ich sage mechanisch nicht. Also es verteilt sich ja immer zu vorne nach hinten, in dem Laschwechsel drin. Mhm. Aber vom Setup selber her, sprich, kann man dann schon in die Richtung nach hinten ein bisschen
Spieler, dass man halt hinter ein bisschen mehr also ein bisschen Dampf drauf kriegt. Genau, dass der erste Dampf mehr gleich nach hinten geht, durch das dann da aggressiver werden. Das ist eigentlich der, das ist dann wieder die Einstellungssache von der Wenn der natürlich da jetzt sanfter gehe, also den Winkel wieder steiler mache, dauert es natürlich länger, bis die Kraft nach hinten geht. Jetzt hast du wieder natürlich zu viel vorne zuerst. Wenn das Differential so im Ruhezustand ist, dann habe ich richtig verstanden, braucht man theoretisch 60 Newtonmeter, um einen Drehzahlausgleich hinzukriegen. Ja, genau. Das heißt, wenn ich ganz normal jetzt einlenke und eine Kurve fahre beim Rangieren und so weiter, was wirken da so in Kräften? Bin ich da schon drüber, drunter, fängt das an schon so ein bisschen so zu rubbeln, zu kratzen? Ja, man wird es ein bisschen spüren vielleicht, Also man spürt man spürt es ja bei den Autos selbst bei den Torsendifferenzialen spürt man das ja definitiv. Ja. Aber es ist schon so, dass das schon zornig für die Straße eigentlich ist. Wahrscheinlich wirst du mehr die Vorderachse spüren, aber die ist eh sanfter. Das Mitteldiff wird nicht so gravierend beim Parken rangieren sein, eher das, aber das ist eh sanfter, also das glaube ich. Okay. Ich überlege, hatten wir schon mal Defekte bei dem Mitteldifferenzial? Ich glaube ja, ne? Das war auch ein Teil, was zerrisse, das war schon mal kaputt gegangen war, ne? Ja. Was sagst du dazu, wenn ich sage, dass hier am Ende so, müssten wir jetzt wieder umrechnen, aber ich sag mal vom Motor aus kommen 1200 PS, 1400 Newtonmeter kommen und das nicht durchdreht, reifenbedingt? Dann? Ist aber dann auch schon, weil es sieht schon noch filigran aus. Ja. So, ne? Ist ja schon relativ viel drin in so einem Lamellendiff. Es muss halten. Muss halten. Okay. So. Es gibt viele, wo es einige Differenziale, wo bei uns drüber läuft. Ja, da muss ich auch ehrlich immer sagen, bisher habe ich nämlich eigentlich relativ viel immer kaputt bekommen, was jetzt nicht unbedingt daran liegt, dass es einfach kaputt geht, sondern dass es einfach maßlos überbelastet ist. Ne? Weil wenn einer mit so einem Ding auf der Rennstrecke fährt, dann wird er wahrscheinlich mit 400, 500, vielleicht 600 PS fahren, vielleicht mal 700, ne? Aber nicht das Doppelte und dann noch die Slicks oben drauf. Ne? Okay. Ja, aber von dem gehen wir aus, dass das funktioniert. Auch hält. Sehr das schön. Das muss immer funktionieren. So, das heißt, Lamellenpaket hatten wir schon. Was ist das für ein Belag? Das ist Molybdän beschichtet. Ist das dann so ähnlich wie Synchronringe? Wo man das Wort ja auch hört? Genau, wie beim 01C, der erste Gang, der zweite Gang, ich so spreche von Serie, war ja Molybdän und der dritte auch, der war auch Molybdän beschichtet. Sieht auf jeden Fall mal witzig aus, so ein kleines Paket. Erinnert mich so ein bisschen immer an meine ferngesteuerten Autozeiten noch. Da war das ungefähr immer so eine Bremsscheibe von so einem 1:5er. Ne? Okay. Ja, und was haben wir hier noch? Das sind jetzt die Planetenräder von dem ganzen Druckstück, also die Sonnenräder. Wie man es aus einem Planetengetriebe kennt. Und die Planetenräder, das ist dann, kommt hier rein in das ganze Druckstück. Genau, ist eigentlich der Ausgleich. Genau. Okay. Das werden wir jetzt dann zusammenbauen. Genau. Und hier sind dann die Druckstücke drauf, was das Ganze sperren soll. Hier ist noch die Tellerfeder drin, die war das Ganze vorspannt. Das heißt, hierüber kann man es dann auch nochmal die Vorspannung einstellen? Die unterlegt man dann? Gibt es verschiedene? Man kann die stärkere geben, ja. Okay. Man kann stärkere einbauen oder sie weglassen, wenn man es rauslässt. Also die macht es wieder noch sanfter, das Ganze, dass natürlich das Ganze nicht so ruckartig sperrt. Wenn du das ruckartiger wolltest oder auf der Rennstrecke, je nachdem was man macht, dann tut man es raus. Dann geht das Ganze schneller zu. Also nicht so sanft. Ist das Ganze schon mal jemand gefahren in so einem Audi-Getriebe? Nein. Oh, okay. Das ist der allererste, der das bekommt. So, also, Versuchskaninchen. Daten zum Rennstrecke fahren werde ich euch nicht liefern können. Ich kann sagen, wie es auf dem Parkplatz rangiert und wie es geradeaus fährt. Mehr nicht. Aber einen Punkt will ich noch mal ein. Also beim Bremsen ist die Sperre weicher. Also der Winkel ist steiler. Das heißt, technisch gesehen, aber angenommen, ich würde jetzt nur vorne bremsen, bremst der in dem Moment hinten auch mit? Ja, genau. Okay. Er vereinfacht das Ganze einfach. Verteilt. Würde es aber gerade zu bleiben. Würde es aber nicht schaffen, vorne blockiert, hinten blockiert auch? Nee. Das geht nicht. So viel geht dann hier auch nicht durch das Mittel. Okay. Ja, nee. So viel geht nicht, ne? Und das ist wahrscheinlich nur Spezialwerkzeug hier zum. Genau, das sieht so ein bisschen aus wie ein Ölfilterschlüssel. Ja, genau. Ja, was? Dann nochmal, weil wir es gerade vom Parkplatz rangieren gerade haben. Das wirst du so gesehen gar nicht merken. Solang kein Drehmoment nein geht, was es draußen verschaffen muss, oder die Sperre verschaffen muss, kannst du ganz normal zum Lidl, Aldi, was weiß ich, wohin einparken. Mit dem gerade verzahnten Radsatz ein bisschen über Parkplatz fahren. Ja, da könnte ein bisschen auflaufen, wenn er so flach ist. Wenn er lang vielleicht, ja. Aber sonst wirst du nicht merken. Okay, ja, so, ich würde sagen, wir stecken das mal zusammen. Gut. Jetzt richten wir das wieder so hin, wie es gewesen ist.
Wie ist das in Sachen Verschleiß mit so einem Differential? Weil theoretisch immer, wo zwei Flächen so ein bisschen aufeinander reiben. Ja. Verschleißt, ja. Aber bei meinen 2000 Kilometer im Jahr nicht viel. Da du immer gerade ausfährst, wahrscheinlich gar nicht. Noch weniger, ja. Aber sicher werden die Verschleißen, die werden sie abrieben. Irgendwann, die bleiben irgendwann stehen natürlich. Okay. Die wird man irgendwann, man merkt halt irgendwann die Kanten dann. Was also irgendwann sollte man mal wieder reinschauen. Was, eine Sache fällt mir ein, was ein großes Thema beim Viertelmeilefahren ist. Deswegen ist ja dieser Quattro-Antrieb schon immer ein Vorteil, ist dieser Moment, wenn du einkuppelst und das Auto erstmal losfährt. So, da ist es bei den ganzen Four-Motion-Antrieben und so weiter so, dass vorne immer dreht, locker so 15, 20 Umdrehungen, bis die Hinterachse dann irgendwann mal losfährt. Mhm. Und da kann man mit dem Torsendifferential trotzdem das Gleiche auch noch bemerken, dass das Auto erst vorne locker 3-4 Umdrehungen durchdreht, bis die Hinterachse dann auch losfährt. Okay. Das müsste in so einem Fall ja definitiv besser werden. Das ist dann weg. Das muss gleich. Ja. Das können wir mit. Reißt mit sofort gleich alles ab. Ja, genau. Das können wir mit dem Winkel eben einstellen. Mhm. Umso mehr nach hinten, umso flacher, umso mehr geht nach hinten. Mhm. Da wir jetzt eh richtig flach sind, also wie gesagt, man muss probieren jetzt. Ja. Aber dann sollte es zu wenig sein. Aber das ist ungefähr Größenordnung von schwach bis hart. Sind wir ungefähr in der Mitte? Mit dem jetzt? Ja. Sind oder wir eigentlich schon bei schwachen, hart, aggressiv. Mhm. Also wir reden jetzt von 70% Spielwirkung ungefähr jetzt. Okay. Also sind schon recht weit, ja, es ist schon Richtung aggressiv. Ja. Cool, finde ich gut. Das wirst du auch brauchen beim Losfahren. Das ist so. Deswegen habe ich vorhin mit ihm gesprochen, mit dem Setup ein bisschen. Ja. Ich möchte dir ein bisschen hinter mehr Bums geben. Guck einen Hase an. Der hat hinter auch die größere Pfote. Ja. Und deswegen, der Auto wird sich beim Auskuppeln sofort verspannen. Ja. Und dann soll die Last ein bisschen mehr nach hinten verteilt werden, dass die Vorderachse ein bisschen sich erholen kann. Das schreit nach Fahrspaß. Ja. Also ich habe auch gesagt, das Setup, wie wir es jetzt machen, nehme ich auf meine Kappe. Ja. Das ist auch für mein Gefühl. Probier's. Du bist, wir fangen jetzt bei Null an. Das heißt aber, um das Setup zu ändern, müssten wir richtig die Druckstücke tauschen. Diese. Ach, das Gegenstück logischerweise auch dazu. Okay. Die vier Teile müssen wir neu fertigen dann. Ja. Okay. Aber gut, ist ja kein Problem dann. Ja, ich denke mal, ich bin da schon. Hat er schon happy mit sein. Dann werden wir zusammenbauen. Zuerst bauen wir den Planetenträger zusammen. Wenn der fix fertig ist, dann können wir das ins Gehäuse einbauen. Mhm. Dann schauen wir mal, wie das Ganze läuft da. Mhm. Es gibt hierzu eine Zeichnung. Die haben wir für jedes Diff. Kann der Kunde bei euch diese Druckstücke theoretisch selber dann bestellen und selber tauschen? Oder immer Diff hierher und tauschen lassen? Das ist natürlich. Wenn er selber kann, kann er selber. Er geht aber beides, okay. Also es gibt bei euch Einzelteile, man kann anrufen, ich hätte gerne ein neues Lamellenpaket. Genau, ist auch möglich. Geht genauso. Mhm. Genau, na gut, dann fangen wir an. Wie hat man das Ganze schon hergerichtet, dass wir das natürlich lang messen und probieren müssen. So. Funktioniert so wie es ist. Dann bauen wir ein Planetending zusammen. Das Ganze ist ein bisschen zusammengepaart, also zusammengelaufen, sagen wir mal. Das läuft dann nur so. Das heißt, das wird im Vorfeld bestimmt? Genau, das wird zusammengebaut und dann so zusammenlaufen lassen, dass das dann richtig schön läuft. Natürlich fertigungsmäßig immer wieder ein bisschen eine Flanke oder so, je nachdem. Aber es läuft super. Gab es keine Probleme. So ein bisschen wie Lego-Technik. Genau, ein bisschen schmieren da gleich. Wo wir gerade beim Thema Öl sind, das ist ja auch so eine Sache. Mhm. Was empfiehlt ihr bei Ölen für sowas mit Lamelle drin? Also eigentlich sagen wir immer, herstellerspezifisch mit dem LSD-Zusatz für Lamellensperrdifferential. Mhm. Genau. Also das ist unsere Aussage, es ist immer schwierig natürlich das zu sagen, weil es gibt natürlich Automatikgetriebe, es gibt keine Ahnung, es gibt so viele Unterschiede. Aber es ist auf jeden Fall schon so, dass da am Ende Abrieb drin ist durch die Lamelle. Das heißt, dann lieber öfter mal tauschen, wechseln, kann man nie was verkehrt machen. Es wäre sinnvoll, vielleicht nach den ersten paar Metern das Öl zu tauschen, weil am Anfang ist natürlich der Abrieb am meisten, wenn sie jetzt bis dass sie richtig eingelaufen sind, danach ist nicht mehr viel, aber am Anfang wäre es sinnvoll. Sieht man ganz viel auch bei so BMW und so, wenn da die Sperren drin sind, sagt man ja auch, glaube ich, nach 1000 Kilometern einmal zum Service und Ölwechsel machen. Ne? Ja. Diese ganzen Deckel und Zahnräder sind auch alle hausintern gefertigt. Mhm. Wie
gern ich das alles so, diese Produktion von den Zahnrädern und so. Aber das machen wir alles. So, jetzt verschraufen wir das gleich fix fertig, dass ihr das dann mitnehmen könnt. Dann machen wir das mit den Stummeln. Wunderbar. So, dann machen wir das da. Mit wie vielen Newtonmetern wird das jetzt angezogen? Das ziehen wir jetzt an mit 35 und hochfesten Loctite. Das gibt es quasi, das ist auf der Zeichnung. Ist das dann vorgegeben, wie stark und mit welchen Loctite werden wir das anziehen? Steht zum Beispiel hier. Fockpunkt, dass er fest ist. Also für den Montur fest ist. Dann hätten wir das zusammen. So, das war jetzt unser Planetengetriebe inklusive Drückstücke. Das heißt, wenn das Ganze aus der Fertigung kommt, müsst ihr das wirklich zusortieren mit den einzelnen Rädern drin, ja. Dass es am Ende dem Fall ist, ja. Weil das wirklich so ja. Von Toleranzen her fein ist. Ja, da ist ein bisschen am Kopfkreis ein bisschen zu groß und dann zwickt es wieder ein bisschen, ja. Dann wollen wir das ein bisschen zusammensuchen, zusammenlaufen lassen. Und dann das heißt, richtig feinfühlig wird dann geguckt, dass das schön läuft. Genau. Mhm. Jetzt so als Paket fühlt es sich auch wieder massiv an. Ja. Das ist irgendwie so. Die Teile aneinander, also an sich kann ich aber verdreht zusammenbauen oder sind in die Einbauerrichtung. Kann ich den Dinger? Ne, das Gold auch. Ah, ja, okay. Genau. Ja, auch zu Hörne. Ja. Eben einer hat hochgespritten. Alter. Hat schon ein paar Kilo. Noch schwerer wird am Ende. Ja. So, dann. Jetzt geht's weiter. So, ist das. Kleine und die Löcher hier reichen auch für Schmierung vollkommen aus. Dass da genug Öl immer reinkommt. Ja. Wir müssen jetzt da noch ein bisschen schmieren, ja. Aber wie hoch ist da der Ölstand im Getriebe? Steht da so komplett im Öl drin? Nicht ganz, ne. Nicht ganz. Man hat ja, wenn man das Getriebe an der Seite anguckt, wo der Differentialdeckel dran ist, 7 mm unterhalb vom Einfüllloch. Nicht normalerweise der Ölspiegel. Ersten Kilometer gleich schon runter. Wunderbar. Muss auch mal gefahren, ob man schlecht. Wie mit deinem Turbolader. Er ist auch schon Kilometer runter jetzt. Gut. So, jetzt Eppert. Dann kommt jetzt das Druckstück. Sind die auch irgendwie zusortiert? Ne, da könnten wir jetzt auch genauso tauschen, die sind alle gleich. Nein, weil die zu einem Verkehr sind. Das heißt, der passt natürlich. Aber man könnte einen anderen Bauch aus dem Regal nehmen, der würde dann da einfach drauf passen. Ja, das schon, genau. So, dann kommen die Lamellen. Wofür sind die Löcher da drin? Außer dass es gut aussieht. Auch für die Schmierung, dass ein Öl da reinkommt und auch drin bleibt. Na gut. Schmierung, Kühlung, Gewicht, je nachdem. Also. Dann haben wir das soweit beieinander. Und dann kommt das ganze Paket ins Gehäuse. Zweite Druckstück. Das wird jetzt so eingebaut. Ja, es wird 45 Grad versetzt zu den vier Kanten. Und jetzt wieder mit der Lamelle weiter. Muss man so eine Sperre irgendwie einfahren oder sowas? Oder kann man theoretisch direkt volle Last drauf? So wie man es von der Kupplung kennt? Ja, nein. Man kann theoretisch schon. Ja, die erste 180 Grad. Bisschen sollte man schauen. Also bisschen hat sich schon eingeschliffen. Ein bisschen, genau. Also bisschen sollte sich einschleifen, aber eigentlich geht es voll los dann. So, dann kommt. Da ist noch Distanz drin.
mit dem wird es eingestellt, dann die Luft, eben, wo ich gesagt habe, halt von einem Zehntel, da schleift man sich die letzte Distanz hin, dass das umgeht. Und dann kommt die Tellerfeder, die wo die Vorspannung macht. Da ist nur eine drin, oder? Da ist nur eine drin, ja. Das heißt, theoretisch könnte man, wenn es irgendwann mal nicht reichen sollte, könnte man theoretisch das Lamellenpaket sogar noch um eine Lamelle größer machen. Und das Distanzstück ein bisschen kleiner machen. Naja, auf einer Seite war asymmetrisch, wäre nicht so gut, und unten geht's nicht. Ah, okay, verstehe. Ja, man kann es also weniger machen. Man könnte sich das Ganze ein bisschen rausziehen. Nein. Man kann weniger machen, indem man reduziert natürlich, wenn es jetzt zu straff wird oder zu aggressiv wird. Aber mehr machen ist schwierig. So, dann geht man mit dem Ganzen auf die Presse. Das ist dann die Verschraubung. Und das ist jetzt theoretisch die Vorspannung, die am Ende drauf ist. Das, was wir jetzt pressen machen, ist, erstens ist der Durchmesser zentriert, dass das nicht eiert, dass das da gefühlt ist. Ja, ja. Und zweitens pressen wir die Tellerfeder auch nieder. Das ist natürlich auch voll gespannt. Na genau, das ist jetzt die Feder. Ja. So, dann müssen wir das Ganze einkleben. So. Jetzt wird das Ganze verschrauft. Angezogen mit 200 Newtonmeter. Und dann gehen wir auf den Prüfstand damit. Ah, auf dem Prüfstand muss das Ganze auch noch. Okay, das heißt, wenn das jemand selber machen wird, wird er die erste Baustelle schon haben, das überhaupt auseinanderzukriegen, ne? Genau. Also auseinander geht alles, ne? Aber auch wieder zusammenkriegen. Kann man jetzt das Ganze durchdrehen, simuliert jetzt zweimal links, zweimal rechts, dass man einfach schaut, ob das jetzt knackst, blockiert, wie viel Vorsprung das hat, ob es schön läuft. Dann haben wir da ungefähr 60. Das heißt jetzt, jetzt gerade dreht dann immer nur eine Seite. Genau, jetzt haben wir den direkten durch, also nicht Durchgang, sondern jetzt dreht sie durch. Ja, ja. Also keine, also keine wie, Sperrung. Wie eine rutschende Kupplung so ungefähr, genau. dass man mal ein Paket durchrutscht. Genau. Das ist eigentlich mal gut. Ja. Man hört nichts. Einmal frei. Ja. Das war jetzt eigentlich das. Jetzt war es eigentlich fertig. Das war's. Das ist jetzt ein Number. Jetzt wird das natürlich noch verklebter, die Mutter, dass das natürlich fest ist. Und dann war es eigentlich fertig zum Einbau. Kannst losgehen. Okay. Da ist dann unsere Sperren haben jede Sperre eine Nummer. Das ist unsere Seriennummer. Das heißt, man kann nachher auch nachvollziehen, dass du diese Sperre zusammengebaut hast? Genau. Wo es alles drin ist, welche Lamellen, wie viele Lamellen. Okay. Dass auch jede Lamellen, wenn ihr Lamellen braucht, dass sie das Maß auch wieder kriegt, was eingebaut war. Ja. Oder welcher Winkel zum Beispiel, das Druckstücke, dass man alles weiß. Alles nachvollziehen kann später. Genau. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns noch einmal das Vordere an. Und dann war es auch schon. Also wieder mit Hochfest und Loctite verkleben. Dass da nichts lose wird. Und nicht direkt verkleben, weil Angst, dass falls doch mal auseinander muss. Was machst du mit direkt? Ja, achso, beim ersten Mal. Ja. Das erste Mal, genau. Probiert, dass es überhaupt dreht. Wenn man dann weiß, dass es passt, dann machen wir es zu. So, Mitteldiff ist fertig. Jetzt nochmal das Vordere. Ist da gravierend irgendwas dran anders oder eigentlich das Gleiche, nur dass es ein bisschen anders aussieht? Ja, im Prinzip ist es das Gleiche. Es ist erstens sanfter und es ist ein anderes Prinzip. Es ist hier kein Planierengetriebe drin. Hier sind normale Druckringe drin mit Diffachse und Ausgleichsräder. Kann ich aber herrichten, dass wir das auch nochmal anschauen, wie das. Ja, liegen gerne. Das ist unser Standard. Woran liegt das, dass das anders ist? Einfach bauformbedingt? Das ist erstens konstruktionsbedingt und wahrscheinlich irgendwie, vielleicht weil es Mitteldiff ist, dass der einfach das vielleicht anders ausgleicht, dass wir es da probiert haben. Aber sonst auch zwei Lamellenpakete drin? Ja. Auch drei oder weniger Lamellen? Weniger, da haben zwei drin. Weniger. Okay. Ist aber die Baugröße deshalb, oder eigentlich größer, das ist 006, das ist 004. Da haben zwei pro Seite drin. Aber so ist das gleiche Prinzip, also auch die Druckringe, Druckstücke mit. Und wie ist die jetzt von der Auslegung her? Die ist jetzt mit 60, 80 ohne Tellerfeder.
Das heißt 60 Grad jetzt am Gas und 80 auf der Bremse. Mhm. 60 Grad am Gas ist sanfter, mhm, als wie wir gesagt haben, das ist aggressiver. Mhm. 60 Grad immer von, ja, mit Prozent ist es immer schwierig zu sagen, mit, ja, 35, 40 Prozent vielleicht. Mhm. Die Richtung, sag ich jetzt. Ja. Das heißt, gerade weil es um eine Kurve geht, in dem Fall, wenn, ja, wir vorne die Räder lenken. Dass er nicht mehr vorne nur schiebt. Dann. Ja, ja. Ja. Das gleiche für die Hinterachse würde aber wieder anders auslegen. Weil kein Lenken und so weiter. Ja, hinten würde wieder aggressiver gehen. Ja. Aggressiver, okay. So, 50 Grad am Gas. Genau. Genau. Bremse ist ziemlich schwach dann, bis 80. Da ist jetzt wieder eine zweite Option drin. Man kann, wenn jetzt das zu schwach wäre, kannst du ja umbauen auf 45, 80 zum Beispiel. Da ist jetzt ein zweiter Winkel drauf. Ah, okay, das gibt es jetzt bei dem nicht. Das ist da schon. Das heißt, man hat einmal die Bohrung und die andere ist genau jetzt dazwischen, die, genau, sieht man nur gerade nicht. Genau. Genau, das sehen wir jetzt gleich. Da kannst du dann, du musst nur das Tiefkreuz, wenn du das zerlegst, das Tiefkreuz in den anderen Winkel einlegen, dann fährst du auf den anderen Winkel. Dann kannst du jetzt von 60 umswitchen auf 45. Dann kannst du aggressiver fahren. Ja. Oder im ganz blöden Sinn natürlich 80 am Gas fahren. Man kann viel Variationen variieren. Ne? Genau. Okay, cool. Aber ich würde sagen, vorne in der Sperre fahren wir ein bisschen weniger, dass du, wenn du losfährst, oder vorne, genau, da hin und her geht, ja, hin und her wattelt, da würde das ein bisschen rausnehmen und lieber hinten einstecken. Das heißt, wenn er zu viel sperren würde, würde er anfangen, das Auto links, rechts. Ja. Macht es bei dir wahrscheinlich sowieso. Ja, weil bei dir blasen sich die Reifen alles auf. Ja, ja. Und, aber so würde man ins Rennen gehen, auf jeden Fall. So schaut das Ganze aus. Das, okay, ist da, ja, einbar ist, genau. Das heißt, das die Rampen, die wir sonst auf den Druckstücken hatten, sind hier, genau, ein bisschen anders. Genau. Sind hier jetzt gefräst auf dem Druckwinkel oder auf dem Druckring. Wir haben dazwischen die zwei Tiefachsen. Durch die Verdrehung, also ja, durch die Fliehkraft, zueinander ist es genauso. Drückt sich das gegeneinander vor. Es ist nichts anderes wie dort. Genauso, das ist da deine ganzen Lamellen. Mhm. Mit da auch drin, das schaut genauso aus. Und das ist dann, drückt es auseinander. Man kann jetzt den Winkel in vier verschiedenen Dingen einbauen. Man kann ihn jetzt so einbauen oder wenn ich den anderen Winkel möchte, dann verdrehe ich einfach die Tiefachse so. Und dann, ah, okay, fährst du den anderen Winkel, der wo noch auf diesem Druckstück drauf ist. In dem Fall ist es symmetrisch, ich könnte es einfach umdrehen. Genau. Hab dann aber in, genau, dem Fall zum Beispiel auf einmal krasse Bremse und, genau, weich beim Gas geben oder halt genau andersrum. Genau. Also in dem Fall haben wir jetzt da also vier Möglichkeiten. 50, 40 drauf und 60, 50. Jetzt kann ich 60 fahren auf dem Gas, 50 fahren am Gas, 40 am Gas. So kannst du es. Tja. Ich befürchte, ich werde Michael damit ein bisschen alles noch belästigen zum Umbauen. Kein Problem. Ob man da wirklich so einen krassen Unterschied merkt bei den Anwendungsfällen, die wir so haben. Ne? Deswegen. Okay. Genau. So viel schon mal zum Thema Differentialtechnik, gerade speziell Mitteldifferential und der Firma Drexler Automotive. Wir sind ja auf jeden Fall noch nicht durch hier, sondern wir kommen ja auf jeden Fall nochmal wieder. Wir werden in dem Fall auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr auf die Fertigung hier eingehen, die ich mir höchstgradig interessant vorstelle, beziehungsweise habt ihr schon gesehen, ich weiß, wie interessant sie ist. Und vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Ja, kein Problem, gerne. Jetzt muss Michael das Ganze einbauen, dann gucken wir uns das Ganze eingebaut nochmal an und dann hoffen wir, dass wir da nächstes Jahr ein paar Zeiten mit. Ja, und das Auto immer nochmal live sehen. Auf jeden Fall. Ich bin ja zum Glück viel unterwegs mit dem Auto immer. Sehr gut. Das heißt, jederzeit gerne. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.